Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz der Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz der Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz der Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz der Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz OE3 XNB mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz der Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Oskar Echo 3 x November Bravo bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. 9 Uhr, auf dieser Frequenz, OE3-XNB mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3XNB bringt in Kürze den Österreichrundspruch. Der Österreichrundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Oskar Echo 3 x November Bravo bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. 9 Uhr, auf dieser Frequenz, OE3 XNB mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-XNB bringt in Kürze den Österreichrundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Oskar Echo 3 X-Ray November Bravo bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz OE3 XNB mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3 XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Es ist 9 Uhr mitteleuropäische Zeit. Hier ist Oskar Echo 3 X-Ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch: News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Einen schönen Sonntagmorgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei einer Ausgabe des Österreich-Rundspruchs am 20. Jänner. Sagen OE1 Whisky Bravo Sierra und OE1 Yankee X-Ray Sierra. Guten Morgen. Nach dem Erstversuch mit dem YouTube-Livestream sind wir auch heute mit Kameras umgeben. Den Link findet ihr ganz leicht auf den Homepages des ÖVSV. Danke an Willi, U1 WKL, der hat wieder ganz schnell reagiert. Ja, danke Willi. Also ich muss sagen, wir waren vom Echo auf den Videostream mehr als überrascht und danke an alle, die sich auch gleich am Chat beteiligt haben. Also für mich war das ein eindrucksvolles Erlebnis, welche Wirkung Social Media im Zusammenhang mit dem Amateurfunk entfalten kann. Nikolas OE1 November Bravo Sierra ist auch heute an der Bildregie und am Chat und er freut sich auf eure Beiträge. So, jetzt bleiben wir aber funkmäßig wieder bei der Stange und nennen unsere Verbindungsstationen. Guten Morgen und lieben Dank an Roland OE1 RSA für die Übertragung auf dem Kallenberg Relais und OE1 SKC für die Bedienung der Echolink Stationen. Dann weiter ist Fritz OE1 Foxtrot Whisky Uniform damit beschäftigt die exelberg Übertragung durchzuführen. Bestätigungsverkehr wird dort der Harry OE1 Papa Hotel Sierra durchführen. Fritz OE1 FFS ist mir gemeldet worden mit der Übertragung auf 13 cm auf dem Satzberg Relais. Hans OE1 Juliet Echo auf dem Hochwechsel Karl OE5 PKN überträgt über Linz Lichtenberg an OE3 Alpha Papa Mike über das Nebelstein Relais, Kurtoe 3KMA über den Frauenstaffel und, äh, ja, und, und natürlich läuft auf Simplex S22 unter meinem eigenen Call OE1 Whisky Bravo Sierra. Ja, und natürlich ist Mödling dran, OE3-NZ an der Station OE3-XNB. Er hat sich auch schon in der Früh gemeldet und alles läuft wunderbar im 80- und 40-Meter-Band. Einen Bestätigungsverkehr im 80-Meter-Band, vielleicht kriege ich da noch eine Meldung herein, wer den durchführen könnte. Und äh, ja, der Peter U1, Papa Jenke Alpha, übernimmt gern Ihre Bestätigung dann auf Simplex S22. Das waren unsere Verbindungsstationen für heute. Bei aller Internet-Euphorie möchte ich noch einmal an die Rundspruch-Homepage erinnern, die Roland OE1 RSA für den Österreich-Rundspruch erstellt hat. Sie führt direkt zu den Rundsprüchen, zum Anhören, aber auch zum Downloaden. Die URL lautet ganz einfach oersp.oevsv.at. Zurzeit sind dort nun jetzt die letzten fünf Sendungen direkt abrufbereit und es gibt auch einen Button ins Archiv für die weiter zurückliegenden Sendungen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt einen Beitrag vom Roland OE1 RSA über die Begrüßung des neuen Jahres 2019 am Kahlenberg Relais. Der Roland schreibt uns hier. Heinz, OE3 Hotel, Victor Hotel, hat sich durch die Ankündigung der Neujahrsrunde am Nebelstein Relais anstecken lassen. Und er hat vorgeschlagen, ein solches Funktreffen auch am Kahlenberg Relais zu veranstalten. Ich habe es auf der Memberlist des LV1 angekündigt und es herrschte rege Beteiligung. Die Fahrdienstleitung hat Roland selbst übernommen. Pünktlich um 0 Uhr hat sich dann Wolfhardt Delta Delta 2 Delta Foxtrot per Echolink gemeldet und dann ging es los. Fast 30 Stationen waren dann zum Teil bis nach 2 Uhr früh am Relais. Das ist eine schöne Art, als Funkamateur das neue Jahr zu begrüßen. Alles Gute für das neue Jahr 2019 und vor allem viel Gesundheit, das wünschen uns Karin OE1 SKC und Roland OE1 RSA. Jetzt aber in die anderen Bundesländer. Und da beginnen wir natürlich mit OE1 Wien, der zehnte Wiener Notfunk-Grundspruch, der kommt aus der Wiener Katastrophenleitzentrale im Wiener Rathaus ab 12 Uhr. Nein, pardon, am ab 20 Uhr am 12. Februar, also 12. Februar ab 20 Uhr. Die Station OE1XKD ist für den Not- und Katastropheneinsatz bestens ausgerüstet und auf sämtlichen Kurzwellenbändern VHF, UHF in allen Betriebsarten QRV. Dank des Standortes der VHF- und UHF-Antenne im Rathausturm können wir von der Katastrophenleitzentrale aus praktisch das gesamte Stadtgebiet sowie große Teile von Niederösterreich problemlos erreichen. Der Wiener Notfunkgrundspruch beginnt um 20 Uhr Lokalzeit und kann direkt auf der 2 Meter Notfunkfrequenz 145,5 MHz sowie auf dem Relais Kallenberg OE1XUU gehört werden. Der anschließende Bestätigungsverkehr erfolgt dann ausschließlich auf dem Kallenberg Relais. Das Wiener Notfunkteam freut sich über zahlreiche Teilnahme und hier grüßt Martin OE1 Mike Victor Alpha, der Referatsleiter für Not- und Katastrophenfunk im Landesverband Wien. Bleiben wir gleich beim Not- und Katastrophenfunk. Was wäre Wien ohne die Icebird Talks? Und da gibt es eben diesmal einen zum Thema Not- und Katastrophenfunk in Wien. Und zwar am Donnerstag, den 7. März ab 19 Uhr. Notfunk geht uns alle an. Und zwar vielleicht schneller, als wir alle hoffen. Auf zahlreiche Teilnahme freut sich jedenfalls im Namen der Wiener, des Wiener Notfunkteams der Martin, OE1, Mike, Victor, Alpha. Die starken Schneefälle der letzten Wochen und wir sind damit bereits in OE2. Jawohl. Die starken Stechfälle der letzten Wochen machen sich auch funktechnisch bemerkbar. Am Geisberg in Salzburg hat nicht nur der ORF, pardon, genau gesagt die ORS, zu kämpfen. Auch der Geisberg-Umsetzer OE2-X-Ray Sulu Romeo befindet oder befand sich im Notbetrieb. Die Hemnet-Linkstrecken und das APAS sind aber im Betrieb und im Betrieb geblieben. Speziell der 2-Meter-Umsetzer hatte keine Betriebsunterbrechungen. Und das ist der von uns im letzten Jahr aufgeteilten Akkuversorgung zu verdanken. An weiteren Arbeiten dort ist aber im Moment noch nicht zu denken. Das Plateau und der Weg dorthin sind noch meterhoch verschneit. Der Geißberg daher schwer oder im Moment nicht zu erreichen. Es wird sich aber, ich denke, in der nächsten Zeit ändern. Und äh, ja, danke an alle, die dort diesen Betrieb so eingerichtet haben, dass er aufrecht bleibt. Dankeschön noch euch zwei. Das Fernmeldebüro für Oberösterreich und Salzburg, das teilt mit, dass am Donnerstag, den 31. Jänner, beginnend um 9 Uhr, Amateurfunkprüfungen stattfinden. Die Prüfungen sind wie immer öffentlich. Das Prüfungslokal ist die Funküberwachung Salzburg in 5020 Salzburg in der Mittelstraße Nummer 17 im dritten Stock im Verhandlungsraum. Es gibt auch noch weitere Prüfungstermine und da dürfen wir avisieren am Donnerstag den 16. Mai in Salzburg, am Mittwoch den 22. Mai in Linz und am Mittwoch den 5. Juni in Linz. Das schreibt uns mit freundlichen Grüßen der Ingenieur Herbert Ortner und auch einen Vortrag können wir ankündigen und zwar die AMRS OE2OE5 wird im Clubheim des Landesverbandes 2 einen Vortrag veranstalten Enigma, dem Rätsel auf der Spur. Das Datum ist der 15. Februar. Der Vortrag beginnt um 18:30 Uhr. Die Enigma, also zu Deutsch Rätsel, das war ja die Rotor-Schlüsselmaschine, die im Zweiten Weltkrieg zur Verschlüsselung des Nachrichtenverkehrs der Wehrmacht verwendet wurde. Ähm, tja, auch die Polizei, die Geheimdienste, diplomatische Dienste, die Reichspost, die Reichsbahn, alle setzten sie damals zur geheimen Kommunikation ein. Eingeladen zu diesem Vortrag sind alle interessierten WLs und OMs. Wir freuen uns auf einen informativen, aber auch unterhaltsamen Abend. Das Clubheim des Landesverbandes Salzburg hat die Adresse Mühlwegstraße 26 in 5071 Wals-Siezenheim. Und damit sind wir schon in Niederösterreich. Da habe ich einen Rückblick auf die Jänner Notfunkrunde mit Notfunkrundspruch auf dem 160 Meter Band und das war am 8. Jänner. Im Team mit dabei waren OE3YSC die Marion, OE3Y äh, Juliet Mike die Julia, OE3CQB der Christian, OE3KNU der Kadel, OE3APM der Andreas und der Martin OE3EMC. Die Clubfunkstelle war OE3XRC mit dem Standort Rindelberg bei Bad äh, Großbergtholz im Bezirk Gmünd. Das Equipment war eine IC 756 Pro 3 mit Antennentuner. Die Antenne, eine G5RV für 160 Meter in 15 Meter Höhe, Sendeleistung waren 100 Watt. Im Vorlock konnten 36 Stationen gelockt werden. Den allgemeinen Funkverkehr führten Marion und Julia durch. Der Notfunkrundspruch wurde von Julia, Karl, Christian und Martin verlesen. Den Bestätigungsverkehr nach dem Rundspruch wickelte Andy OE3APM ab. Bisher 40 Stationen bestätigten diesen. Das 160 Meter-Band brachte über die Raumwelle starke, stabile Signale. Das QRM verglichen mit dem 80-Meter-Band war sehr gering. Die Move zu dieser Zeit lag im Nahbereich, bei ca. 200 km Entfernung, unter 3,5 MHz. Danke an Gerd, OE3 Zolo Kilo, für die sehr professionelle Vorbereitung des Rundspruchs. Danke auch, dass wir diesen im neuen Jahr durchführen durften. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und einen weiteren Bericht darüber findet ihr auch auf der Homepage des Ab der Ab MRS Waldviertel. Und zwar ist das die Homepage amrs-waldviertel.at. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Martin OE3. IMC. Und wir bleiben im Landesverband Niederösterreich und stellen die Frage, wer möchte das Team des Landesverbandes Niederösterreich den Vorstand unterstützen? Robert OE3 Romeo Tango Bravo sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin als Schatzmeister im Landesverband 3. Kenntnisse zur Führung einer Einnahmen und Ausgabenrechnung und Umgang mit Electronic Banking für den Zahlungsverkehr wäre natürlich hilfreich. Bei Interesse oder Fragen bitte um baldige Kontakt. Aufnahme mit OE3 RTB Robert Tenmeier mit der Mailadresse oe3rtb .at. Auch eine Telefonnummer gebe ich hier ausnahmsweise dazu. Das ist 0664 264 5837. 0664 264 5837 ich möchte euch recht herzlich einladen zur 13. YL Runde des Mödlinger Amateurfunkclubs. Der findet statt am 26. Jänner ab 17 Uhr und zwar im 80 Meter Band auf 3740 kHz plus minus QM. OE3XMC ist das Clubrufzeichen des MAFC. Nach der Runde sind alle Zuhörer eingeladen zum Bestätigungsverkehr. Alle YLs, auch aus anderen ADLs und Verbänden, sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Ich würde mich jedenfalls auf zahlreiche Beteiligung freuen. Das schreibt uns hier mit herzlichen 73 die Tina OE3 Yankee Tango Alpha. Sie ist die YL-Referentin des Amateurfunkclubs in Mödling aus dem Burgenland eine Meldung Funk Flohmarkt am 16. Februar in Neufeld an der Leiter der findet im Kulturzentrum Dr. Fred Sinowatz statt. Die Adresse ist Dr. Karl Renner Straße 1, Postleitzahl 2491 Neufeld. Der Flohmarkt beginnt um 8 Uhr, Einlass für Aussteller ist um 7 Uhr. Anmeldungen bitte via E-Mail an OE4 Juliet Hotel Whisky, also an den Jürgen, oe 4 oevsv.at. Wir gehen weiter nach OE5 Oberösterreich. Die Ortsgruppe Ried Grieskirchen veranstaltet einen Vorbereitungskurs für die Amateurfunkprüfung. Äh, dazu gab es am 4. Jänner bereits einen Informationsabend. Der Kursstart ist am 2. Februar ab 16 Uhr. Kurstermine sind immer am Samstag von 16 bis 19 Uhr und zwar von Februar bis Ende Mai. Wo findet das Ganze statt? Im Gasthaus Meier in 4911 Geiersberg Nummer 19. Anmeldungen und Infos dazu gibt es bei mir unter oe5fkl.aon.at. Er hat auch eine Telefonnummer 0664 75 06 91 37. Weitere Informationen zu den Kursen in Ober äh Oberösterreich gibt's unter oe5.oevsv.at slash kurse.html. So, naja, wir bleiben eigentlich in Oberösterreich, zumindest örtlich, und kündigen an für den kommenden Samstag, dem 26.01. das UKW-Treffen 2019, diesmal mit Glückstopf-Verlosung. Das UKW-Treffen selbst beginnt um 14 Uhr offiziell. Die Registrierung für die Glückstopfverlosung ist persönlich, aber schon ab 10 Uhr möglich. Der offizielle Teil des Treffens beginnt, wie schon gesagt, ab 14 Uhr. Davor ist einfach genug Zeit, um Erfahrungen mit anderen Wettbewerbsfunkern auszutauschen und natürlich auch die gute Küche mit bodenständigen Gerichten oder Grillspeisen zu genießen. Wie auch schon in den letzten Jahren wird der Mikrowellenreferent des Dachverbandes, das ist Fred, OE8 Foxtrot November Kilo, die Preise für den Aktivitätscontest übergeben. Ebenso sind wieder einige Vorträge geplant. Nach dem Ausspielen des Glückstopfs wird die Preisverteilung der österreichischen UKW-Meisterschaft das Treffen beenden. Beim gemütlichen Ausgang kann dann bis in die Abendstunden hinein diskutiert, neue Projekte erstellt und vor allem der Ham Spirit gelebt werden. Auf eine rege Teilnahme freue ich mich schon. Wer Fragen oder Anregungen zum UKW-Treffen hat, möge mich bitte kontaktieren. Wer ist dieser Ich oder mich? Das ist der Contest-Referent Franz OE3 Foxtrot Kelos Sierra. Nochmals die Adresse zum Hinfinden Gasthof Reisinger, Hagerstraße 21 in 3354 Wolfsbach. Das Ganze läuft also am 26. am kommenden Samstag. In sieben Tagen, in sieben Samstagen Prüfungsfit für die Amateurfunklizenz. Das geht. Erfahrene Funkamateure vermitteln das notwendige Wissen für die Amateurfunkprüfung bei der Fernmeldebehörde anschaulich, praxisnah und spannend. Der nächste Kurs dieser Art, der startet am Samstag, den 2. März 2019. Kosten sind 90 Euro für die Kursskripten und das Baumaterial für die Antennen. Jürgen OE6Juliet äh, Uniform Echo ist äh, für die Kursorganisation zuständig. Die Adresse ist das Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation. Das hat auch eine Homepage www.iks.tu-graz.at ja, und das Ganze ist in der Infel, Infeldgasse Nummer 12 und Parkmöglichkeiten gibt es dort auch und zwar in der Sandgasse Nummer 38. Ja, und damit sind wir schon in Tirol. Die Ortsstelle ADL 707 Kufstein lädt zum monatlichen Clubabend in das Gasthaus Kirchenwirt in Schwoich. Neben Mitgliedern sind auch alle anderen herzlich eingeladen, die sich für das Thema Funktechnik interessieren. Kommt einfach vorbei. Der Clubabend findet jeden, um, jeden vierten Freitag im Monat statt. Michael OE7 Mike Papa India OE7 MPI at OEVSV ist seine Mailadresse. Der Ortsstellenleiter des ADL 707 freut sich auf Euren Besuch. Der Kirchenwirt ist äh, in der Adresse oder hat die Adresse Dorf 5 in 6334 Schweich. Die gemeinsame Monatsversammlung aller ADLs in Tirol die findet jeden ersten Freitag im Monat im Traditionsgasthaus Peter Bründel in Innsbruck statt. Ausnahme sind natürlich Feiertage oder Ruhetage des Lokals. Die Monatsversammlung des LV Tirol, des ÖVSV, ist für alle Mitglieder vorgesehen, um bei einem gemütlichen Beisammensein die News aus dem Landesverband zu erfahren, die aktuellen Themen zu diskutieren, die kommenden Aktionen aktiv mitzugestalten und nicht zuletzt die Gaumenfreuden unseres Wirtes zu genießen. Wir hoffen wie immer auf zahlreiche Beteiligung. Das ganze findet statt im Gasthaus Peter Bründel und das ist in der Völserstraße Nummer 25 in 6020 Innsbruck. OE7-Tirol-Klassentreffen der Teilnehmer der Tiroler Amateurfunkkurse am 16. Februar ab 19 Uhr. Erfahrene Funkamateure und bekannte Gesichter aus dem Kurs stehen gern mit Rat und Tat zur Seite. Der Veranstaltungsort ist das Restaurant und Café Die Reiterei in Aldranz. Gerne kannst du auch Freunde mitbringen, die sich für den Amateurfunk interessieren, heißt es hier. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen und bitte unbedingt um Anmeldung bis spätestens 11. Februar per E-Mail, damit wir ausreichend Plätze reservieren können. Bei der Zufahrt zum Pferdesportzentrum beachtet bitte, dass der Schranken bei der Ein- und Ausfahrt automatisch öffnet. Gleich nach dem Schranken rechts stehen ca. 60 Parkplätze zur Verfügung. Anmelden sollte man sich bei Manfred OE7AAI, dem Landesleiter, mit der Mailadresse oe7aai.oevsv.at. Und das Pferdesportzentrum ähm, hat eine Adresse zum Hinfinden, die Reiterei 6071 Altrans Pferdesportzentrum Nummer 1. Alle, die jetzt beim Livestream zuschauen, die kennen jetzt perfekt das Blatt Papier, von dem du abliest, aber das Gesicht sehen sie selten. Weil du haltest dir ja das immer zwischen dich und die Kamera. Glaube ich nicht. Okay. Also ich sehe es jedenfalls so. <laughs> Wurscht. Ähm ja, wo war ich stehen geblieben? NOE 8 Kärnten der Vorbereitungskurs für die Amateurfunkprüfung in Kärnten der findet der fand gestern das erste Mal statt und zwar am 19. Jänner. Er ist als Wochenendkurs gestaltet. Weitere Termine sind äh, also das ist gestern und heute. Weitere Termine sind der 26. und 27. Jänner, der 9. und 10. Februar und der 16. und 17. Februar jeweils von 8 bis 16 Uhr. 20. Der Kursort ist die HTL Lastenstraße in 9020 Klagenfurt am Wörthersee. Voraussichtlich wird die Prüfung dann Ende Februar stattfinden. Es gibt auch eine Kontaktperson, das ist der Michael OE8 Mike-Viktor Golf. Er hat die E-Mail-Adresse oe8 mike Auf Euer Kommen freut sich das Team des ÖVSV LV8. So, der nächste Termin für den UHF-SHF-Aktivitätskontest ist leicht zu merken, ist heute. Die Kontestzeit ist immer 7 Uhr bis 13 Uhr UTC. Und äh, der nächste Termin ist dann der 17. Februar. Es ist immer gut, persönlich die Funkfreunde im ÖVSV Amateurfunkzentrum zu besuchen. Wir waren am Mittwoch letzte Woche dort und Mike OE3, Mike zulu hatte ein geheimnisvolles Schachtal mit. Wolfi hat natürlich sofort ein Aufnahmegerät herausgerückt und Fragen gestellt. Michael, du hast mir hier ein Schachtel auf den Tisch gestellt. Das ist ein LNB, Single LNB Optima mit einer bestimmten Frequenz, 9,3887 Gigahertz. Was hat es damit auf sich? Ja, Wolfgang, ähm, also das ist meine Vorbereitung auf äh, den ersten geostationären Satelliten äh, für den Amateurfunkdienst. Ähm, wie, glaube ich, bekannt ist, äh, hat ja der Start äh, des ESHEL-SAT äh, super geklappt im Dezember. Und äh, er ist mittlerweile auch tatsächlich schon im fast geostationären Orbit angekommen und die technischen Tests laufen schon. Es gibt also gerade auf der... Äh, ein Forum auf der, auf der Seite der AMSATL gibt es schon ein paar Beobachtungen, wo Funkamateure teilweise schon den engineering parken zuhören. Äh, dazu benötigt man also nur einen Offsetspiegel, so wie beim Fernsehen auch, ähm, und ein so ein LMB, wie ich es da mitgebracht habe. Ähm, ja, und ein SDR ist einmal die einfachste Variante, um zu sehen, was sich auf dem Transponder schon tut. Er ist aber noch nicht freigegeben, also noch keine Panik. Man soll nur zuhören momentan, aber man kann schon einmal die Antenne in die richtige Richtung ausrichten. Ähm, auf welcher Position wird SHL 2 dann wirklich geparkt werden? Also, du fragst mich hier Dinge, die ich aus dem Stegreif jetzt gar nicht so beantworten kann. Momentan steht auf 26 Grad. Das ist also, ich würde mal sagen, etwas links von unserem, von unserem Astra, Astra, den wir so ja. kennen. Ja. Ja. Aber äh, grundsätzlich ähm, ist es so, dass es gerade auf der Webseite der AMSATL sehr viele Informationen gibt, äh, woran man sich orientieren kann. Also mit einem normalen sat kann man zum Beispiel verschiedene andere ähm, Fernsehprogramme von den Satelliten, die dort stehen, empfangen, um so den Spiegel mehr in die richtige mhm. Richtung zu bringen. Und dann kann man eben mit so einem LNB äh, und einem SDR also erste Empfangsversuche starten. Was ist das Besondere an genau, dem? Genau, das wäre meine nächste S ja, Frage. Was LNB? ist das Besondere Warum? an diesem? Mehr. Kann man nicht ein, ein handelsübliches mhm. LNB nehmen, so wie wir es beim Fernsehen kennen? Äh, der Hintergrund ist äh, die Frequenzstabilität. Also bei einem handelsüblichen LNB fürs Fernsehen, für Satellitenfernsehen, da ist diese berühmte Pille drinnen, also ein dielektrischer äh, Resonator, der normalerweise völlig ausreicht, um jetzt das mhm. breitbandige Fernsehen zu empfangen. Aber selbst dort gibt es mittlerweile... Äh, schon LNBs, die äh, diesen, diese Downlink-Frequenz, die sogenannte Local-Oscillator-Frequenz, äh, auch schon ähm, Quarzgesteuert gesteuert erzeugen. Und mit, mit einer, einer PLL. Genau, ja, PLL, ja. du siehst. Also das ist genau so etwas, äh, wobei das ist noch sogar modifiziert. Also die übliche Frequenz, die da drinnen wäre, wäre bei ungefähr 9,7 GHz. Äh, ich habe sie etwas abgesenkt durch äh, Ändern des Quarzes von 26 MHz mhm. auf, äh, nein, von 27 MHz auf, auf 26 mhz das war eine leichte Übung, und damit kommt man auf eine Oszillatorfrequenz von ungefähr 9,38 Gigahertz. Und damit fällt also dann das geplante Downlink-Band, das also bei ungefähr 10,4 Gigahertz erwartet wird, kommt also in den Empfangsbereich eines SDRs, also eines USB-Sticks, ja, ja. super rein. Und damit kann ich einmal schon erste Versuche machen. Gut, wo finden wir jetzt weitere Infos auf der amsat äh ja, sehr viel gibt es auf der Seite, Seite der AMSATL und äh, die üblichen äh, Hersteller sind natürlich auch schon drauf aufgesprungen. Also, ich darf vielleicht um vielleicht kurz zusammenfassen, was braucht man, um dann wirklich Funkbetrieb zu machen. Es wird ja zwei verschiedene Modis geben über diesen mhm. geostationären Satelliten. Äh, der ist ja doch immerhin ja, 36.000 Kilometer weit weg, äh, dreht sich äh, synchron mit der Erde. Das heißt, unsere Antenne können wir mal fix ausrichten und es wird also zwei Möglichkeiten geben, darüber Betrieb zu machen. Das eine ist ähm, SSB, CW, FT8 möglicherweise, mhm. also möglichen schmalbandigen Betriebsarten. Ähm, FM sollte man also nicht tun, obwohl mhm. es wahrscheinlich, wahrscheinlich gehen würde am, am Transponder. Mhm. Äh, das ist die eine Variante, also äh, ganz normale äh, schmalbandigen Betrieb über einen Transponder. Äh, es gibt einen zweiten Transponder, der ist dann für digitales Fernsehen gedacht, für DVB-T, DVB-S, äh, die verschiedenen Modi mhm. werden äh, denkbar sein. Es gibt sogar Varianten, ähm, wo man also darüber Daten schicken kann, äh, ähnlich wie HemNet. Ja? Mhm. Also, da wird es eine Vielzahl von Experimenten in der Zukunft ermöglichen, äh, über diesen geostationären amateurfunk auch QRV zu sein. Das war äh, OE3 Mike Zolo, Charlie, unser Mike. Ja, OE9 geht es weiter, aber leider keine Meldungen. Auch von der AMRS habe ich hier nichts Direktes. Daher kommen wir also jetzt zu unserer neuen und ständigen Rubrik Digital Aktuell. Das sind Informationen rund um die digitalen Betriebsarten zusammengetragen vom Dachverbandsreferat Digitale Sprache, Michi OE8VIK und Kurt OE1 Kilo. Bravo, Charlie. Heute aktuelle Informationen zum Digital Voice Netzwerk in Österreich. Seit Freitag, dem 18. Jänner, hat Klaus OE9 PKV die Betreuung und Konfiguration des YSF-Servers im ÖVSV-Rechenzentrum Re übernommen. Klaus hat gleich zum Start seiner Tätigkeiten den YSF-Raum ATC4FM Austria mit der BM-Sprechgruppe 23. 208 verbunden und damit eine weitere Brücke für uns Funkfreunde geschaffen. Diese Brücke verbindet auch noch den D-Star Raum Y am XLX 024. Der XLX 024 Server wird von Klaus OE9 PKV und von Wilfried OE9 Whiskey Lima Juliet betreut. Damit haben wir die erste Brücke zwischen D-Star C4FM äh, C4 und DMR in Österreich. Bleiben wir gleich bei XLX und zwar mit dem XLX232 Server. Seit Donnerstag, dem 17. Jänner, gibt es am XLX232 drei Ambe-Transkober. Jetzt werden die D-Star-Räume A, F und M auf DMR und andere Betriebsarten übersetzt. Als Technik werden dort zwei Stück DV Stick 33 verwendet. Jeder Stick stellt eine DVSI Ambe 3003 zur Verfügung und das ergibt insgesamt sechs Streams, die eben drei R R R Räume übersetzen können. Seit dieser Woche wurde auch eine neue Projektsoftware in Betrieb genommen. Mit OpenProject, eine sehr mächtige Freeware-Software, steht jetzt auch eine Projektverwaltung im ÖVSV-Rechenzentrum zur Verfügung. Diese Projektverwaltungssoftware vereint Forum, Versionsverwaltung, Newsboards und natürlich ein Wiki. Damit können Projektgruppen ihre er Erfahrungen mit der Projektarbeit teilen und auch gleich dokumentieren. Das in OE produzierte Projekt IPSC2 Server wird seit dieser Woche damit verwaltet. Sollte Interesse an neuen Projekten an diesem Server bestehen, bitte um E-Mail an OE1Kilo Bravo Charlie. -oe das ist das Referat für ähm, nationale und internationale Projekte im ÖVSV. Tja, das war's für heute. Damit wünschen wir allen Funkfreunden wie immer Spaß mit dem Hobby. Schreiben Michi, OE8VIK und kurz OE1Kilo Bravo Charlie. Ich habe hier noch einen Brief vom Willi, OE1 Whisko, Whisky Kilo Lima. Ich möchte euch hier nur kurz auf alle Informationsquellen zum Morsarino 32 hinweisen. Da gibt es zum Beispiel die Webseite mit Ankündigungen und allgemeinen Fragen auf morzarino.info. Dann gibt es auf GitHub Dokumentation und Software unter github.com/oE1 wkl slash 32 Dann gibt es die User Group mit E-Mails via groups.io. Hgroups.io Slash g/morserino. Slash das ist für die aktiven Benutzer vielleicht die interessanteste Mailingliste. Hier kann nämlich auch jeder posten, Fragen stellen oder anderen helfen und so weiter. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg mit dem Mozarino 32. Das wünscht uns der Willi, The Man Behind the s OER1 wkl.oevsv.at ist seine E-Mail-Adresse. Ja, wie gesagt, weitere Infos auf der Homepage www.morsarino.info. Einen AMRS Club-Abend können wir noch ankündigen für den 5. Februar ab 18 Uhr. Martin OE1ULA hält einen Vortrag über die Drohnenabwehr. Gäste sind herzlich willkommen. Bitte rechtzeitig mit Robert OE4RGC in Verbindung setzen unter oe4RGC.amrs.at wegen Zutritt zur Kaserne. Adresse ist Starnberg-Kaserne, Gussriegelstraße 45 in 11.00 Wien Ich habe hier noch die 42. Gigahertz-Tagung in Dorsten und die findet statt am 16. Februar von 9 bis 17 Uhr. Die Gigahertz-Tagung in Dorsten beschäftigt sich mit dem Amateurfunkbetrieb auf Frequenzen oberhalb von 1,2 Gigahertz und sie lebt von den zahlreichen Fachvorträgen und der Möglichkeit des persönlichen Gesprächs. Sie wird wie jedes Jahr von mehr als 200 Funkamateuren besucht, um über die neuesten Entwicklungen auf den Gigahertz-Pendern zu diskutieren. Zudem wird hier jedes Jahr der DARC UKW Contest verliehen. Weitere Informationen dazu gibt's auf Gigahertz-Tagung, also ghz-tagung.darc.de. Damit sind wir mit den eigentlichen Meldungen des heutigen Rundspruchs durch. Aber wie bei jeder zweiten Sendung haben wir hier noch vorbereitet die ADXB, DX-Tipps für den Jänner 2019. Die Autoren sind Franz Pratzda und Harald Süß. Beginnen wir mit dem Satellitenthema. Hier die wesentlichsten Änderungen seit dem Jahreswechsel. Mit Radio Bremen HD sind jetzt alle öffentlich-rechtlichen deutschen ARD- und ZDF-Sender in HD und unverschlüsselt empfangbar. Die Standard-SD-Sender sollen bis zum Jahr 2020 abgeschaltet werden, sodass man Programme dann nur mehr mit HD-tauglichen Receivern empfangen. Kann. Aus dem Spielfilmkanal Family TV wurde jetzt TM3, das ist aber nicht identisch mit dem ehemaligen Frauenkanal gleichen Namens von Tele München, und unter Genius exklusiv kündigt sich ein weiterer Werbekanal an. Der bekannte Musiksender Viva wurde eingestellt, ist dann auch nicht mehr via Comedy Central zu empfangen. Hotbird 13 Grad Ost, der Modekanal World Fashion Channel, wurde in HD aufgeschaltet und der eindrucksvolle in 4K-Auflösung sendete Weltraumsender NASA TV UHD wechselte die Transponderfrequenz. Unter HRD INT, das ist vormals HRT, minus HTV5, schaltete das kroatische Fernsehen seinen auch in deutscher Sprache sendenden Auslandsdienst neu auf. Alle Frequenzen sind wie gewohnt auf der Homepage adxb.at unter Österreich Satellitenprogrammierung zu finden. Und jetzt zu den Radiotipps aufgrund eines Gewittersturms mit eingeschlossen ein Blitzschlag in der Antennenanlage von KNLS World Voice auf der ostafrikanischen Insel Madagaskar sind die dortigen Kurzwellensender derzeit off air. Die von dort geplanten Sendungen können deshalb nicht ausgestrahlt werden. Die Reparatur des zerstörten Sendetrafos wird wohl noch einige Zeit brauchen, bis der Ersatz geliefert und auch montiert ist. Betroffen sind Sendungen unter anderem von KNLS, Live Station, Radio Feda und La Voz Alegre. Nun wirkt sich auch die Politik des US-Präsidenten auf das Genre Radio aus. So bekommen die Mitarbeiter im BBG-Büro in Prag, das vom US-Staat finanziert wird, derzeit auch keinen Gehalt bezahlt und sind nur teilweise in den Büros dort anzutreffen. Auch die Produktion der Sendungen für Radio Aschner, Radio Liberty, Radio Free Europe sowie <küm> und so weiter sind massiv gefährdet. Ausfälle sind daher so lange zu erwarten, bis die Sache sich US-intern mit oder ohne Mauerbau an der Grenze zu Mexiko geklärt hat. Generell hat der Präsident der USA schon massive Kürzungen für das nach Kuba strahlende Radio Marti angekündigt, das via Kurzwelle über den Senderstandort Greenville in North Carolina sendet. Die Station KVOH, Voice of Hope Africa, ist ein Sender einer kalifornischen religiösen Mission, die auch vom Senderstandort Lusaka am Rand der Hauptstadt Sambias in Südafrika auf Kurzwelle ausstrahlt. Am ersten können in Europa die englischen Sendungen nach Westafrika auch in Europa ankommen, so zum Beispiel jeweils von Montag bis Freitag von 5 bis 8 Uhr UTC auf 11.680 und eventuell auch auf 9.680 Kilohertz. Von 12 bis 17 Uhr auf 13.680 und äh, am Sonntag auch von 17 bis 17.30 Uhr ebenfalls auf 13.680. Empfangsberichte können dort gesendet werden an folgende E-Mail Reports at Voice of Hope in einem Wort.com. Ein weiterer religiöser Sender aus den USA ist manchmal auch in Europa zu hören. Es handelt sich um die Station WJHR aus Milton in Florida. Man sendet zwischen 14 und 22 Uhr und als dort gehört gemeldet worden ist die Station auch schon in Italien um 16.40 Uhr in Englisch mit einer Predigt auf der Frequenz 15.555 kHz. Man sendet interessanterweise in USB-Technik, also ein Seitenband mit unterdrückten Trägern. Kontakt für eine QSL, die jedoch meist als eine leere Karte versendet wird, ist folgender: WJHR 9520 Oak Manor Drive in Milton, FL 32570 USA. Oder vielleicht einfacher via Mail wjhr at usa.com. Die je nach Auftrag sendende amerikanische Kurzwellenstation WBCQ The Planet hat einen flexiblen Sendeplan, der auf deren Website jederzeit abrufbar ist. Die Website lautet wbcq.com. Und dann bitte gehen Sie weiter auf Schedule. So zum Beispiel ist Glenn Hausers World of Radio eine Programmzusammenstellung, die vor allem für Kurzwellenhörer und Dixe gedacht ist, zu folgenden Zeiten und Frequenzen via WBCQ zu hören. Montag bis Donnerstag und Samstag auf 9330 zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr früh. Montag zusätzlich auf 5130 von 4 bis 4.30 Uhr. Mittwoch und äh, zusätzlich Mittwoch auf 7.490 Uhr. Christliche Zeit 22 bis 22.30 Uhr und eine QSL kann dort natürlich auch angefordert werden via E-Mail wbcq wbcq.wbcq.com oder via Brief wbcq 274 Britain Road Monticello ME MA für Maine 0467 in den USA. WWRB, Worldwide Religious Broadcasting, auch ein Sender aus den USA. Diese internationale Station sendet auftragsabhängig und unregelmäßig. Sie befindet sich auf einem Flugfeld in Tennessee und in der Homepage findet man außer Fotos und Anwerbung für Programmanbieter eigentlich nicht wirklich viel. Man sendet nur montags und samstags sowie sonntags zwischen 0 und 4 Uhr UTC auf 5050 KHz. Man sollte aber auch die folgenden Frequenzen beobachten, die fallweise zur angegebenen Zeit benutzt werden: 3185, 3195 und 3215 KHz. Für Empfangsberichte akzeptiert man nur Briefe die geschickt werden können an folgende Anschrift Radio Station WWRB Airline Transport Communications Incorporated Listener Services PO Box 7 Manchester TN denke Tennessee 37349 in den USA. So, das waren die DX Tipps vom Austrian DX Board, verfasst von Franz Pratzter und Harald Süß. Das war's auch schon überhaupt mit unserem Rundspruch für diesen Sonntag. Nächsten Sonntag ist wieder Wien-Rundspruch. Und wir melden uns wieder am 3. Februar, dann aber nur indirekt als Voraufzeichnung. Schönen Sonntag wünscht das Team des Österreich Rundspruchs. Das sind Silvia OE1 Yengi X Ray Sierra und OE1 Whisky Bravo Sierra Wolfgang. Schönen Sonntag noch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. So, danke an alle Zuschauer. Danke. <laughs>